Was geht ab, Friends, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Madison. Sehr geiles Horrorspiel bis jetzt mit extrem vielen Rätseln, die mich teilweise wirklich ins Schwitzen gebracht haben und mein Kopf ist gefühlt explodiert. Vor allem das mit dem dieses Uhrenrätsel, da bin ich verrückt geworden. Aber wir haben es schlussendlich gelöst und da war ich sehr, sehr froh drüber. Boah, wie auch immer. Ich möchte gar nicht so viel quatschen, deswegen würde ich sagen, geht nochmal schnell in die Küche, holt euch den einen oder anderen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo und dann lehnt euch entspannt zurück und genießt das Video mit mir, denn wir spielen jetzt genau da, boah, ich muss die ganze Zeit aufstoßen. Wir spielen genau da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir sind ja jetzt in diesen Raum gekommen, wo diese komischen Haken von der Decke hängen und da gibt es wieder irgendein Rätsel wahrscheinlich. Sehr gespannt, wie es weitergeht, deswegen viel Spaß mit dem Video und wir spielen genau da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Let's go. So, da sind wir wieder. Und Alter, mir ist so geisteskrank heiß. Wir haben draußen 35 Grad und ihr könnt euch ja vorstellen, wie heiß es hier ist mit der ganzen Beleuchtung und dem PC und alles. So, was steht hier? Um den Vogel zu retten, sprang der Hase in die Luft und ließ die Freunde zurück. Die Schlange unterhalb der Ratte blieb da, während der Hai in den Tiefen diesen Plan erdachte. Okay. Um den Vogel zu retten, sprang der Hase in die Luft. Der Hase in die Luft. Hier ist ein Hase. Also nehme ich jetzt stark an, wir müssen jetzt hier was dranhängen, weil der Hase nach oben ging. Falsch. Der Hase sprang in die Luft, das heißt, er bleibt oben. Der Hase in die Luft und ließ die Freunde zurück. Die Schlange unterhalb der Ratte blieb da, während der Hai in den Tiefen... Okay. Die Schlange unterhalb der Ratte, der Hai bleibt also ganz unten. Und die Schlange unterhalb der Ratte. Ja gut, dann einfach so, oder? Das war's dann schon. War's nicht? Der Hai ganz unten, in den Tiefen. Der Hase sprang nach oben. Ja, und die Schlange unterhalb der Ratte. Was stimmt hier nicht? Um den Vogel zu retten, sprang der Hase in die Luft und ließ die Freunde zurück. Die Schlange unterhalb der Ratte blieb da, während der Hai in den Tiefen diesen Plan erdachte. Das muss auf jeden Fall hoch, okay. Die Ratte. Ah, oder warte mal. Muss die Ratte vielleicht nochmal einen Ticken tiefer? So vielleicht? Nein? Ach, guck mal, da ist ja nochmal sowas. Der Hase sprang in die Luft. Müssen alle, vielleicht müssen wirklich alle aktiviert sein. Aber der Hai bleibt safe da ganz unten. Und das dann hier? Ne, das wäre ja falsch. Die Ratte... Ah, okay, alle müssen auf jeden Fall berührt sein. Okay. Die Schlange unterhalb der Ratte. Das heißt, wir tauschen das hier mit dem hier aus. Hier das Schwere und hier das Leichtere. Ich glaube, das hat gepasst, oder? Es dreht sich hier oben auf jeden Fall. Also so hätte ich es mir jetzt vorstellen können. Ach, müssen wir ein Foto machen? Ja. Okay, das war simpel, ne? Das war jetzt einfach. Okay, was haben wir hier bekommen? Blue Knees. This is the book that everyone was talking about. Vor vielen, vielen Tagen gab es eine Kreatur mit unbekanntem Namen. Sie hatte stets allein gelebt und nicht nach Gesellschaft gestrebt. In einer eisig kalten Nacht erlitt sie eine Plage und schlief dann nur für 2 Tage. Am 3. Tag erwachte sie in völliger Dunkelheit und fühlte sich geschunden. Oh Graus, ihre beiden Augen waren verschwunden. Da müsste ich eigentlich näher ans Mikro. Die Kreatur kroch aus dem Bett und krabbelte auf der Suche nach ihren Augen umher. Doch sie fand diese nicht mehr. Sie kroch und schlurfte und ihre Knie wurden blau und taub. Ihre kullernden Augen wurden zu Staub. Bis heute will sie es nicht eingestehen. Und ihre Suche muss fortbestehen. Hohoho. Jetzt nimm dich in Acht vor den Augen und schalte das Licht ein.
Denn wenn du nicht entkommst, dann sind deine eigenen bald sein. Er fürchtet das Licht, nutze etwas Helles, um dich zu schützen. Hohoho, krank. Okay, das war die Geschichte von Blue Knees. Das war creepy. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Hi, wir sind in einem Kinderzimmer. The room has changed. Können wir irgendwas hier interagieren? Nein, aber der Raum hat sich verändert. Ich weiß nicht, was wir... Ach, sollen wir hier von Foto machen? Joa. Oh, und die Tür geht auf. Okay, was hat dieses Foto gebracht? Was ist das für ein Geräusch? Oh, da sind übelst viele Augen drin. Der Augensammler Blue Knees. Zeig ich ein bisschen Schiss. Hi, my name is Johnny. This is impossible, but I think Dad wrote this. Uh-oh. Das ist also Blue Knees. Okay. Die Statue steht hier wieder. Und irgendwie hat sich alles verändert. Abgeschlossen. Blue Knees. Ich habe irgendwie das unwohle Gefühl. Ich mag nicht alleine schlafen. Blue Knees schaltet dauernd das Licht aus. I don't like this. Warum ist alles abgeschlossen? Ich habe irgendwie was... Oh Gottes Willen, es ist dunkel. Irgendwie das unwohle Gefühl, dass wir jetzt gejagt werden von diesem sogenannten Blue Knees. Puh. Sind wir tot? Ja. Okay, wir werden also gejagt. Wir werden von Blue Knees gejagt. Oh mein Gott, okay. Okay. Oh mein Gott, okay. Wir müssen also hier extrem aufpassen. Ich weiß bloß nicht, wie wir uns vor ihm schützen. Aber er scheint uns zu jagen. Oh Gott. Hä? Da gab es noch gar keinen Keller, oder was? Was ist das denn? Ich bin konfuselt. Ich höre ihn. Ja, müssen wir diese Teile überhaupt aktivieren? Das Licht geht aus. Das bringt also nichts. Ich hätte jetzt gedacht, das schützt uns oder irgendwie. Aber das kann gar nichts. Okay. Junge, jetzt werden wir gejagt. Von Blue Knees. Also Blue Knees finde ich gruselig. Wäre ich jetzt noch so ein Kind, hätte ich Angst, nachts unter mein Bett zu schauen. Also ich finde es immer noch creepy, nachts unter mein Bett zu schauen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Wo geht's denn in die Richtung? Steht hier. Ich habe einen neuen Freund, sein Name ist Blue Knees. Na gut. Ich weiß nicht so recht, ob der so ein cooler Freund ist, muss ich dir ehrlich sagen.
Guck mal, da sind überall diese Teile. Ich weiß nicht, weswegen die da sind, was ich, ob man die aktivieren muss. Kein Plan, wozu das ist. Alles zu, okay. Ich weiß nicht, ob wir die aktivieren müssen. Das ist halt das Ding. Aber es ist irgendwie komisch hier. Ja, guck mal, hier ist ja auch eins. Oder müssen wir alle aktivieren? Nein, guck mal, wenn wir das machen, geht das Licht aus. Und jetzt kommt er. Ah, er kommt irgendwo. Hier ist eine Sackgasse. Er kommt. Uah, uah. Was soll ich denn machen? Hier ist eine Sackgasse. Oh, jetzt werden wir gejagt. Müssen wir diese Teile aktivieren oder nicht? Weil jedes Mal, wenn ich es aktiviere, kommt der. Vielleicht muss ich das gar nicht machen. Okay. Okay. Und vielleicht kommt er eben nicht, wenn wir es nicht tun. Aber ich habe gesehen, dass da in dem Raum ein Bild war. Das hätte ich ganz gerne einmal abfotografiert. Ich zeige euch wo. Aber ihr habt es wahrscheinlich auch schon gesehen. Hier. Warum auch immer die hier blau sind. Was? Blaue Sammelgegenstände. Okay, was steht hier? Lunis sagt, ich hätte schöne Augen. Ja, weil er deine Augen haben will. Solange wir diese Teile nicht aktivieren, kommt er nicht. Kann das sein? Was ist jetzt hier drin? Weiß gar nichts. Guck mal, er kommt nicht, wenn wir das nicht aktivieren. Das Licht darf halt nicht ausgemacht werden. Sonst haben wir ein Problem. Ich glaube, er kommt. Ja, er kommt. Ah! Hä, wie können wir uns voll treffen? Ich denke, ich weiß, also, was heißt ich denke, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass wir unsere Kamera brauchen. Weil überall sind diese Dinger da mit der Musik. Wir müssen die safe aktivieren. Aber anders kann ich es mir nicht erklären. Er kommt dann halt immer, aber ich glaube, dass wenn er kommt, dann müssen wir ihm hier mit eine ziehen. Das ist meine einzige Theorie. Das heißt, wir werden jetzt anfangen, diese Musik zu aktivieren. Und wenn er kommt, schießen wir ihm halt eine mit dem Foto. Er kommt, oder? Nein. Oh, das fängt irgendwo vorne an. Okay, bitte. Okay, das zählt als aktiviert. Okay, wo ist Blumis? Zählt das als aktiviert? Müssen wir das nicht machen? Oh ja, es hat funktioniert! Ist, haben wir ihn auf Band? Nö. Okay, das haben wir jetzt. Oh lol. Ist das ein human eye? Boah. Wie es gut aussieht. Okay, ja, also es ist so. Wir müssen diese Teile aktivieren. Okay, und immer wenn Blunis kommt, müssen wir ihn halt. Müssen wir ein Foto von ihm machen. Okay, kriegen wir hin. Oh, hier wird es ein bisschen stressig. Oh, da kommt er von hinten. Ich glaube, immer wenn er kommt, kracht es so komisch. Schneller! 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 Okay, wo bist du, Blunis? Blunis? Nicht da diesmal? Lunis ist nicht da. Doch, er ist da.
Doch. Ich kann nicht hören. Wo ist er? Da kommt er. Und? Foto! Puh. Jetzt müssen wir das Teil auch fotografieren, oder was? Nein. Er hat es diesmal kein Auge gegeben. Nee, anscheinend nicht. Hat das jetzt gezählt? Anscheinend. Okay, dann ab zum nächsten. Das haben wir ja schon, gell? Das haben wir. Das links haben wir jetzt auch. Okay, nächstes. Hey, wieso geht keins mehr? Hä? Warum geht keins mehr? Oh, warte mal. Da ist das Auge drin. Da ist ein Auge drin in den Teilen. Also ich weiß, ich habe eins rausgeholt, aber habe ich verkackt? Kann es sein, dass ich das aus dem anderen noch... Ich habe das aus dem anderen nicht rausgeholt. Ich habe das bloß nicht gesehen. Ups, jetzt müssen wir nochmal kurz zurück. I'm sorry. Schneller! Schneller! Blunice kommt doch wieder. Wo ist Blunice? Wo ist er? Wo ist Blunice? Da kommt er! Miese Sau! Verschwinde. Hä, hier war kein Auge drin. Ja, das ist doch gar nicht der Raum, wo wir waren. Upsala. Wir waren ja im Bad. Hier. Hä? Ist es verbuggt? Habe ich einen Fehler gemacht? Habe ich irgendeinen Fehler gemacht? Oder war es das? Wir müssen. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich mit dem Auge irgendwas machen, ha? Er kommt wieder. Hä, war es das wirklich? Muss man das nur einmal machen? Ich hätte jetzt gedacht, wir müssen das mit allen machen. Aber okay. Da müssen wir jetzt immer das Auge hinbringen. Ja, anscheinend. Ich bin konfuselt, aber okay. Ich hätte jetzt gedacht, wir müssen das mit allen von diesen Dingern da machen. Ah, wir müssen es hier reinwerfen. Oh oh. Oh oh. Blunice? Und jetzt geht's wahrscheinlich weiter. Jetzt können wir wahrscheinlich das nächste machen, oder? Ich höre ihn. Nein, das hat nicht funktioniert! Oh, Foto! Oh Mann! Hey, wieso hat das nicht funktioniert? Müssen wir jetzt komplett von vorne nochmal? Oh. Oder haben wir da schon ein Auge jetzt reingeworfen? Ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es so fies ist und wir es nochmal machen müssen. Nee. Wo haben wir überhaupt noch? Okay, wir haben jetzt da ein Auge reingeworfen, ja. Aber dann verstehe ich nicht, was unsere Aufgabe ist. Da geht es ja offensichtlich nicht runter. Hier ist noch eins. Aha, okay. Es gehen nur bestimmte. Ah, oh, das ist eine bestimmte Reihenfolge. Oh, sorry, ich hab's nicht gecheckt gerade, gell? Alter, ich hab's gerade nicht gecheckt. Ich hab nämlich nur seinen Schatten gesehen und ich wusste nicht, ob ich schon fotografieren soll. Alter, ich hab Gänsehaut. Puh, okay. Es ist schwieriger, als ich dachte, aber ich stelle mich, glaube ich, auch einfach nur ein bisschen an gerade. Okay. Kein Problem. Einfach nochmal. Mm-hmm.
And let's go. Erledigt? Zählt es als erledigt? Jo. Okay, Blunies. Warte mal, gab das ein Auge? Oder müssen wir es fotografieren? Nee. Also das checke ich irgendwie noch nicht so ganz. Blunies? Jetzt wahrscheinlich das hier, oder? Ja. Ich höre ihn schon. Wo ist er? Okay, hab ich dich. Jetzt lass mich meinen Song weiterspielen. Blunies! Habe ich ein Auge? Ich hoffe, ich mache das jetzt nicht falsch die ganze Zeit, ey. Wo geht's denn eigentlich da hinten hin? Ah, okay. Jetzt laufen wir halt mal weiter. Vielleicht muss man jetzt 3 aktivieren oder so. Und vorher musste man halt 2, jetzt 3. Werden wir schon sehen. Oh, guck mal. Blunies kommt. Oh Gott, jetzt habe ich es gecheckt. Lauf! Foto! Warum machst du keine... Warum macht es kein Foto? Och Mann. Warum hat es kein Foto gemacht? Wie lange brauchst du denn zum Entwickeln? Verdammt. Ja Leute, das wird sich nur noch um Stunden handeln hier. Ja. Ich hoffe, meine Kamera geht nicht gleich aus, weil die zeigt mir die ganze Zeit, dass sie überhitzt ist. Ja, da muss ich jetzt durch, das ist halt einfach so. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder von vorne, gell? Oder auch nicht? Wir werden es gleich... Hä? Wir werden es gleich sehen. Also das hier haben wir schon. Das haben wir. Okay. Okay, das haben wir anscheinend auch schon. Aber jedes von diesen Teilen hat ja ein Auge. Deswegen wundert es mich so ein bisschen, dass wir das nicht jedes Mal rausbekommen. Das haben wir auch. Also speichert es irgendwie doch auf irgendeine Art und Weise. So. Dann waren wir hier schon. Dann andere Richtung. Oh, hier wird es jetzt aber... Hier ist aber... Aha, hier waren wir noch nicht. Hier ist Nummer 1. Das war's schon. Boah, das war knapp, Alter. Das war verdammt knapp. Okay, das war's. Dann weiter. Hier ist keins. Hier ist der Safe, den wir kennen. Wo ist der andere Raum? Hier geht's doch normal eigentlich weiter. Nein, diesmal nicht. Hä? Das war's aber doch noch nicht. Ey, am Schluss ist... Warte mal! Ah ne, ich dachte, ich hätte keinen Platz mehr und deswegen kriege ich keine Augen mehr. Ah, die sind hier drin. Warum kriege ich die nicht? Hä, mache ich irgendwas falsch? Ich check's nicht. Ne, das ist alles ganz normal, so wie wir es kennen.
Okay, ja, dann gehen wir zurück. Vielleicht hat sich ja jetzt irgendwas verändert. Ich glaube, wir haben nämlich jetzt alle. Das ist zu. Das ist zu. Das hatten wir noch nicht. Er kann also anscheinend auch immer noch fotografiert werden, wenn er wirklich sichtbar ist. Aber manchmal wird er doch kurz und dann kommt. Oh mein Gott, das war übel. Alter, das war übel heftig. What? Oha. Okay. Er kann immer nur fotografiert werden, wenn er auch sichtbar ist, weil er wird ja manchmal so kurz unsichtbar und wieder sichtbar, unsichtbar, unsichtbar. Unsichtbar, unsichtbar. Nur dann kann er geschnappt werden. Okay, ah, der war krass gerade. Das kam extrem schnell. Ja, kein Problem. Das machen wir einfach nochmal. Oh, ich bin im Kreis gelaufen, sorry. Hä, Moment mal. Hier ist es. Ist schon. Nein, nicht noch eine Zeile. Okay. Ich bin bereit dafür. Komm nur. Ich bin bereit. Hab ich dich. Boah, okay. Wir haben noch ein Auge. Was bringen wir jetzt zurück? The house feels like a maze. Ja, das Haus ist auch gefühlt ein Labyrinth. This is what Grandma was referring to in her diary. Ja, stimmt. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, wir werden einfach auch so wie die Großmutter irgendwann enden. So Grandma wasn't sick at all. This thing is what really killed her. Uh-oh. Oh! Was geht denn jetzt ab? Oh, Scheiße. Entschuldigung. Gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Müssen wir hier irgendwo hinlaufen? Ich versuche jetzt einfach in jedes Eck rein zu fotografieren. Stressig. Ah. Es war so einfach, gell? Es war so einfach wieder. Jetzt ich gar nichts mehr. Wo sind wir denn jetzt? Oh, wir sind wieder hier. What happened?
Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist jetzt das Ende von dem Boy, glaube ich. Du kannst die Kamera gerade nicht verwenden. Oh Gott. Okay. Ich glaube, das Ende ist nah. Verlieren wir gerade auch unser Augenlicht? Oh Gott. Das ist wieder die Oma. Wir folgen jetzt einfach der nackten Oma. Also Blue Knees ist wirklich creepy, muss man ehrlich sagen. Alter, gut, dass ich da nicht stand. Mir ist so heiß, gell, hier drin ist wie eine Sauna. Aber hier im Office ist gefühlt eh immer der wärmste Raum, weil der PC und die ganze Elektronik und hier alles so extrem lange läuft immer. Alles geht zu hinter uns. Oh, wir gehen jetzt zum Ritualraum. Oh, wir haben das Schloss nie geknackt. Fällt mir gerade ein. Ich hoffe, da gibt es eine Möglichkeit, das zu machen. Okay. Wir müssen da wohl scheinbar rein. Ich weiß den Code nicht. Hä? Oder soll ich den Code ab diesem Punkt wissen? Ich weiß den Code nicht. Hä? Tagebuch? Junge, ich weiß den Code nicht. Woher soll ich den wissen? Hä? Okay, das ist jetzt natürlich bitter. Muss ich ab dem Punkt den Code wissen und ich hab ihn nicht? Das kann nicht sein, oder? Ich hab keinen Plan, Alter. Hä? Was soll ich denn tun? Ich kann nichts tun. Hä? Was soll ich an dieser Stelle machen? Am besten wieder zurück zur Tür? Mäßig, ich muss hier raus. Nein? Was soll ich denn Ihrer Meinung nach jetzt tun? Ich habe keinen verdammten Code für dieses Teil. Ich habe keinen Code. Ist der irgendwo zu sehen vielleicht? Überall sind Zahlen. Überall sind Zahlen. Woher soll ich wissen, welcher der Code ist? 7196. 7190. 7196. Also ich sehe jetzt öfters 7196. Lass einfach ausprobieren. Wenn es klappt, wäre witzig. Sieben. Eins. Neun. Sechs. Sechs. Bin ich jetzt lost?
Das kann doch nicht sein. Hier gibt's doch safe irgendwo den Code. Hier ist alles vollgekritzelt, das kennen wir ja eigentlich schon. 2000 Jahre später. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Haben wir irgendwas? Interagieren. Haben wir hier irgendwas? Okay, ne? Warte mal, da war gerade auch eins mit einer Zahl. Das war eine 5, das ist eine 1. Oder sind das irgendwelche anderen Bilder, die wir vorgemacht hatten von was anderem? Nein, oder? Ich schreibe das jetzt auf, warte. Also wir hatten eine 5, eine 1, eine 0. Kann jetzt auch sein, dass ich jetzt wieder mir ewig Kopf zerbreche und das nicht richtig ist. Achso, das müsste ja dann schon sein, oder? Ich weiß nicht, wie viel... Ich bin jetzt, warte... Seit einer halben Stunde an diesem Kack dran, gell? Seit einer halben Stunde. Ich habe jetzt für euch einfach mal einen Cut gemacht. Ich habe wirklich alles ausprobiert, was geht. Bitte sagt, dass es funktioniert. Das funktioniert nicht. Da müssen die Nummern andersrum sein wahrscheinlich. Machen wir halt hier eine 1. Und hier eine 0. Okay, warte mal, wir versuchen das, wir machen das anders. Wir lassen die 5 ganz links und jetzt rotieren wir hier die Zahlen durch. Also wir machen hier eine 1, 5, 1, 0, 8. Okay, das funktioniert nicht. 5, 0, 1, 8. Geht auch nicht. 5, 8. 1, 0, geht auch nicht. 5, 8, 0, 1, geht auch nicht. Dann 5, dann machen wir 8, 5, 0, 1, geht nicht. 5, 8, 1, 0. Acht, eins, null, fünf, acht, null, eins, fünf, ja, es hat funktioniert. Mach es auf. Eine Elizabeth Maxwell, das ist eine Urne. Ich habe so lange rumgerätselt gerade und dann dachte ich mir, ich schaue jetzt alles an. Ich habe alle Seiten durchgeschaut und dann dachte ich mir, ich gucke die Fotos durch und dann waren da diese Zahlen. Passiert hier. Okay, wir haben was aufgezeichnet. Dad's Heat. Dad's Head. Sun. The Hanged Sun. Aha. Yo, no way. Als ob. Wir nehmen es uns jetzt. Wir keinen Ausweg mehr sehen, oder was? Oha. Okay, das ist krass. Oh.
Okay, das ist wirklich heftig. Oha. Scheint ja immer noch was zu sehen. Die Kamera macht bestimmt jetzt so ein Foto von uns oder so. Vom Leichnam. Ja. Weiteres Bild. Können wir irgendwas machen? Nein. Hä? Das war's. Wow. Oh, sorry. Ja, wow. Was ein Ende. Am Schluss hat man sich's einfach genommen. Crazy. Und irgendwie ist er ja am Schluss nochmal zu sich gekommen. Also was hat es damit auf sich? Kommt irgendwas nach den Post-Credits? Wir wissen's nicht. Ja, meine Freunde, das war's auf jeden Fall mit einem weiteren Let's Play. Wir sind durch. Wir haben tatsächlich mehr Teile und Episoden gebraucht, als ich eigentlich dachte. Ich dachte, das Spiel ist schneller durch, weil voll viele gesagt haben, das Spiel ist so kurz gewesen. Ich finde, das war jetzt vollkommen in Ordnung für den Preis. Die Zeit von dem Spiel, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. So allgemein diese Let's Plays und diese, ja, Wege, die man so gemeinsam geht mit so einem Let's Play, indem man das zusammen durchspielt und so. Das macht einfach mega Spaß. Deswegen wollte ich an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank sagen. Danke für den ganzen Support, dass ihr das so feiert, was ich hier mache. Und ja, das war Madison, das Horrorspiel. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und es war eine ganz schöne Rätselerei. Also ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so viele Rätsel beinhaltet. Das war schon crazy. Aber ich fand's cool. Und ja, das war's in dem Sinne. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt dürft ihr natürlich wie immer sehr gerne unten in die Kommentare schreiben, welches Spiel wir als nächstes spielen sollen. Schreibt es in die Kommentare, was sollen wir spielen? Soll es ein gesamtes Let's Play wieder von irgendeinem Spiel werden? Soll es vielleicht doch eher nur so ein Kurzhorrorspiel sein, was nur eine Stunde geht? Könnt ihr natürlich auch sehr gerne unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr Horrorgames kennt, die sehr kurz sind, welche man so in einer Stunde durchspielen kann. Schreibt die sehr gerne in die Kommentare. Oder wenn ihr allgemein Spielwünsche habt zu Horrorgames, die ein bisschen länger gehen, schreibt es auch in die Kommentare. Ich hatte mir schon überlegt, Until Dawn zu spielen, der Vorgänger von The Quarry, wo ja auch mit so Entscheidungen und so weiter ist. Fände ich mega geil. Sehr viele Leute haben mir das auch schon geschrieben, dass sie das gerne sehen würden. Würdet ihr Until Dawn feiern, wenn wir ein Let's Play daraus machen? Könnt ihr auch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, lasst mich gerne wissen. Vielleicht wird es Until Dawn, vielleicht wird es auch was anderes. Und ja, das war's mit dem Video. Danke fürs Einschalten. Zudem möchte ich mich an dieser Stelle natürlich wieder bei meinen Patreon-Mitgliedern bedanken. Vor allem die Patrons der Stufe 2 und 3. Und das wären Bibi Spooky Gamer Girl, BK201, Caroline, Crowrina, CX Sensor, Gülgün, Heiner Schade, Major Kai, Patrick und Jenny 2017, Pyro Jan 95,
Sodi 92 Anna, Tombi 27 Jakobi, Thorsten Hocklas, Ali Okto, Angelina R., Babsi Butterfly, Daniel, Das Mariechen, Edegier 85, Ella, Enger, Fabienne Janitzer Würsching, Go Hard, Hassan Fidan, Yannick Peters, Jenny Doe, Joanne M., Joel Schnell, Juna da Luna, Kai, Kim S., KK 1987, Q-Rapka, Lea, Mandy 172, Markus Pyrasch, Matthias HM, Max, Meyer 5000, Mira Jane, Necro V1, Oxy, Passi, Philipp Hershey, Release, Zangis Angelus, Sina Beck, Strubbel H, Susi Novakovic, Thiago Fernandes, X, Louis, Victor, Xenia und Zeffi Rau, VTuber. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank. Ich liebe euch über alles und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich muss jetzt hier lüften und mal aus dem Zimmer raus. Es ist so heiß. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.